Beide Kämpfer halten eine gute Deckung aus meiner Perspektive aus. Und ja, wird so ein bisschen reingeboxt, ein bisschen angekickt. Keine harten. Ach, kein harter Austausch hier. Der kam durch mit der rechten. Der Jab auch. Ja, beide setzen hier so zwischendurch ihre Treffer, so ein Jab oder ein Jab Cross. Treffer von Niklas gerade. Wobei die Kicks wirken immer so ein bisschen sehr sanft. So nach dem Motto, ich gucke jetzt mal, ob ich da vielleicht noch treffe. Hm. Ja, die sind, ich will jetzt nicht sagen, ja, doch schon zacker. Hm. Rennen nicht unbedingt, fahren nicht aufeinander zu, so wie zwei so. Nee, es ist hier tatsächlich so ein Boxaustausch. Beide wollen jetzt nicht unbedingt. Na, da! Geht's gerade vor gesprochen, der Takedown versucht es. Jetzt wird es schon ein bisschen wilder. Wenn die Distanz überbrückt wird, da geht es dann rein in den Mann. Aber man hört auch Atemdisziplin, hörst du das? Das Ausatmen? Ja. Ja, konzentriert bei der Sache. Die letzten Sekunden nochmal angeklingelt. Die sind akkurate Signale an ihren Gegner. Na, der Benno hat irgendwie eine Verletzung, die zumindest blutet. Irgendwas läuft ihm da aus dem Mund, Nase, keine Ahnung, ich sehe es nicht so genau. Genau, wischt da nochmal ein bisschen Blut weg, sonst sieht das Ganze zu martialisch aus. Ich kriege ein bisschen Angst, wenn der junge Mann dem Unterlippe so runterhängen lässt. Nee, das wollen wir doch mal ernst. Das wollen unsere MMA-Fans von der Baumschule doch sehen. Richtiges Blutvergießen, Splatter-Movie, live. Ach so. Ja. Und dann sitze ich als Softie dazwischen. Blut und Spiele, oder wie hieß das bei Cäsar? Nee, Brot und Spiele. Da gibt es gar nicht was zu essen. Ach so, ja. Brot. Gibt's Blut und Spiele. Hier geht das Striking wieder weiter. Schön angeklingelt, aber Niklas sollte man nicht unterschätzen, gibt ja auch direkt wieder zurück. Schön zu sehen, dass man sich wieder so zwei Kämpfer auf der Matte treffen, die sich auf Striking beide... Gesendet, empfangen und zurückgesendet. Ja, beschränken im Moment. So, ich will Low-Kicks oder Kicks oder Clinch und Takedown. Aber auch Takedown gute Disziplin, nicht nur bei der Atmung, sondern auch bei der Deckung. Also wirklich gut ab. Ich finde es auch famos, den Unterschied, weil ich auch das K1-Event heute gesehen habe, oder K1-Event, der Unterschied zwischen den Strategien bei der Deckung. Ne? Also, besonders beim K1 ist es wichtig, die Arme konstant natürlich andauernd hoch zu haben. Und beim MMA sind die Leute wirklich so ein bisschen mal so, mal dies, mal das, mal oben, mal unten. Ich mach, was ich will. Die beiden war stark, also mal ganz im Ernst, wir haben hier so zwei Striker, da ist nicht viel mit Clinchen und ach, am Cage festpinnen. Ja. Aber mal Spaß beiseite, die hätten sich auch für den Boxkampf anmelden können. Da war mal wieder so ein Low-Kick-Chin. Nee, die sollen mal besser beim MMA bleiben, das finde ich cool. Ist schon anders. Da kann man wieder durch. Nur für die Leute, die gerade erst einschalten, muss man dazu sagen, es ist ein MMA-Kampf, es ist kein reines Boxen. Hm.
Da höre ich am Rande, trau dich, trau dich. Und er traut sich. War aber auch nur für kurz. Schlagabtausch hier. Anfang, das beide, nicht, muss beide nicht, beide nicht. Ja, der eine kriegt ein großes blaues Auge und der andere kriegt eine dicke rote Lippe. Da wird auch weiter gesendet, empfangen und zurückadressiert. Finde ich gut. Guter Schlagabtausch hier, die beiden. Guter Boxkampf. Ja. MMA. Also während du sagst, du hättest sie gerne mit Boxhandschuhen, ich hätte sie gerne komplett ohne Handschuhe. Also Bärnackel, also vielleicht nur mit Bandage. Valle Tudo. Du stehst ja selber nicht im Cage, da kannst du den Leuten ruhig sagen, sie sollen die Handschuhe ausziehen. Ja. Zieht ja aus. Die würden sich dann immer noch so hauen. Er hat kurz überlegt, ob er treten sollte und hat es dann aber doch nicht gemacht. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob wir hier beim MMA sind. Doch. Aber das krass, dass wir zwei Kämpfer finden, die tatsächlich gleich agieren und alles rein im Stand-up da rausfeuern. Ich finde das gut. Ja, es ist mal was anderes. Besser bei den Amateuren sieht es auch besser aus, als wenn sie sich ja noch in der Closeguard festfahren. Besser als das Takedown landet und die stallen die ganze Zeit. Ja. Da, was ist das? Oh, da geht's bergab. Ich habe Takedown gesehen. Oh, und da geht's in den Rücken. Das will er nicht. Er steht da wieder. Ja, schön verteidigt. Und nochmal angegrüßt. Wunderbar, Match geht weiter. Respektvoller Umgang miteinander, finde ich gut. Schöne Treffer hier von Niklas. Mal wieder ein zackhafter Low-Kick, wobei Benno zeigt da an, der wäre ein bisschen Richtung Secret Area gegangen, hier so in die verbotene Zone. Oh, ah. Schöne Treffer. Benno wird da schon angemahnt aus seiner Coaching-Ecke. Arbeite, Benno. Es bleibt spannend. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Und ich kann jetzt nicht sagen, wen ich zum Gewinner küren könnte. Schreit nach einer vierten Runde. Ja, wir haben heute schon unentschieden bekommen. Ja, Takedown? Nein, kein Takedown. Die Emotionen kochen hoch. Es wird immer lauter hier. Ende des Kampfes. Ja, ein riesen Applaus hier für beide Jungs. Ja. Es gibt so Kämpfe, die einfach keinen Verlierer verdient haben. Die Punktrichter haben sich auch schwer getan. Split Decision. Sieger, der Kämpfer aus der blauen Ecke, Niklas Nova.